Hallo meine lieben Gossi-Kumpanen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Gossip macht A. An dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wie auch schon in der vorherigen Folge geht es heute darum, euch den Einstieg in Gossip zu erleichtern. Gerade der Anfang in Gossip kann mitunter ein wenig mühsam sein, insbesondere der Erzbeutel des Helden ist anfangs alles andere als prall gefüllt. In diesem Video zeige ich euch alle, meiner Meinung nach, gerade für den Start lohnenden Truhen, um das Problem der Erzknappheit für die ersten Stunden im Spiel aus der Welt zu schaffen. Los geht's! Wohin verschlägt es die meisten Spieler, nachdem sie in die Barriere geworfen wurden? Ganz genau, ins alte Lager. Deswegen beginnen wir auch hier unsere Plünderungstour. Wie die meisten sicher von euch wissen, tritt Diego gleich zu Beginn des Spiels als väterliche Figur auf. Und was machen Väter, wenn ihre Schützlinge mal wieder nicht flüssig sind? Richtig, sie hauen ihnen volles Pfund aufs Maul. Es hat den Richtigen erwischt. Versuch das nicht das noch einmal. Das wird dir noch leid tun. Ich meine natürlich, sie unterstützen ihre Schützlinge. Auch Diego ist so ein spendabler Förderer und stellt dem namenlosen Helden mit Freuden den Inhalt seiner Truhe zur Verfügung. Die Kombination seines Truhenschlosses lautet rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Schon seid ihr um ganze 120 Erz reicher. Diese Truhe sollte man definitiv immer direkt mitnehmen. Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, euch an den Inhalten fremder Truhen zu bereichern, dann beachtet für das alte Lager Folgendes. Die Truhen der Butler können in der Regel getrost vernachlässigt werden, dafür solltet ihr euch lieber auf große Truhen der Schatten und auch von NSC mit Namen fokussieren. Also sich gerne auch mal eine Truhe von Snuff zum Beispiel angucken, aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Mit einer dieser großen Truhen eines Schattens geht es jetzt auch weiter. Begebt euch zum Südtor des alten Lagers, also da wo Mordrak und ab und zu auch Jekyll stehen, und schaut euch die Truhe dieses Schattens hier mal genauer an. Die Kombination lautet hier rechts, links, links, rechts, links, links. Aus der Truhe sollten euch 115 Erz anlächeln. Du wolltest es so haben! It was at this moment that he knew. He fucked up. Bleiben wir zunächst mal noch bei Standorten von Gomez-Leuten. Es geht in die alte Mine. Ich finde übrigens diesen Weg hier zur alten Mine echt richtig schön. Genießen wir daher doch mal ein Stück des Weges. Die krassesten Trueninhalte der Mine befinden sich auf jeden Fall in den Truhen von Santino und Alberto, das sind die Händler in der alten Mine. Allerdings ist es gerade zu Spielanfang und vor allen Dingen ohne schleichen zu können, sehr schwierig an diese Truhen ranzukommen. Deswegen lasse ich die für dieses Video mal aus. Wir schauen uns lieber mal Ulberts und Arons Truhe genauer an. Für beide entsprechenden Truhen benötigt man jeweils den passenden Schlüssel. An diese beiden Schlüssel kommt ihr über Snipes sowie Aleph ran. Seid bei Aleph übrigens nicht geizig mit dem Erz, aber mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Im Lagerschuppen. Nun, das kommt ganz drauf an. Wenn ihr im Besitz des Schlüssels für Ulberts Truhe seid, müsst ihr ihn nur noch geschickt ablenken. Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Sobald Ulbert außer Sicht ist, könnt ihr euch über seine Truhen hermachen. Genau genommen sind das auch gar nicht seine Truhen, sondern einfach die Truhen vom Lagerraum, so kann man sich das aber besser merken. In der rechten Truhe jedenfalls befindet sich der Jackpot dieses Lagerraums, und zwar ganze 203 Erzbrocken. Arons Truhe ist da nicht ganz so prall mit Erz gefüllt, allerdings findet ihr hier immerhin auch noch ganze 72 Erzbrocken. Um an Arons Truhe zu kommen, müsst ihr ihn, by the way, genau wie Ulbert, irgendwie da wegbekommen. Damit sind schon mal die Truhen von Gomez Leuten abgehakt. Moment, einen Anhänger von Gomez habe ich noch vergessen. Ab zu Cavalorn. Neben dieser Truhe hier besitzt Cavalorn noch weitere Verstaumöglichkeiten in seinem eigenen Lagerraum in dieser Höhle da hinten. Zuvor solltet ihr allerdings noch die Molrits hier platt machen. Oh.
In der linken Truhe werdet ihr zwei Schattenläuferfälle entdecken. Das ist jetzt zwar erstmal an sich noch kein Erz, verkauft ihr diese jedoch, wandern zusätzlich nochmal stattliche 100 Erzbrocken in eure Taschen. Die rechte Truhe mit der Kombination links-rechts beherbergt dann auch nochmal 62 Erz. So, jetzt sind wir aber mit Gomez Leuten durch. Allzu weit entfernen wir uns aber jetzt trotzdem noch nicht von Kavaloren, denn nun geht es zu der Turmruine, die ihr da hinten sehen könnt. Auf geht's! Hello there. Seid ihr erstmal in dem Turm drin, erwartet euch die nächste Truhe. Diese öffnet ihr mit der Kombination rechts, links, links. Zum Vorschein kommen unter anderem 69 Erzbrocken, die nun euer sind. Jetzt kommen wir schon zum letzten Etappenziel, dem neuen Lager. In diesem gibt es nur eine Truhe, welche sich für den Spielanfang so richtig lohnt, und das ist die Truhe des Reislords. Bringen wir ihn also um seine Habseligkeiten. Der Typ verdrückt sich! Für seine Truhe braucht ihr die Schlosskombination links, rechts, links, 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 rechts. Ist das Schloss geknackt und die Truhe offen, erhaltet ihr eine saftige Belohnung in Form von 130 Erzbrocken. Im neuen Lager gibt es ansonsten nur noch die Truhe von Lee, welche sich mit ihren 220 Erz in der oberen Spitze der lohnenden Truhen einreiht. Ohne jedoch ein Leisetreter zu sein, ist es vor allem am Anfang kaum möglich, an die Truhe ranzukommen. Außerdem ist stets mindestens eine Person im Raum, was die Sache erst recht sehr schwierig macht. Gequatscht wird viel. Im Sumpflager gibt es nur sehr wenig Truhen, was erneut bestätigt, dass die Sektenspinner ihren materiellen Gütern größtenteils abgeschworen haben. Wenn auch bei den meisten wahrscheinlich eher zwangsweise. Aber egal. Lediglich im Tempel befindet sich eine lohnenswerte Truhe. Aber an diese kommt man im ersten Kapitel sowieso nicht ran, zumindest nicht ohne Tricks. Abzüglich der Schlüsselkosten solltet ihr nun dennoch mit all diesen Truhen insgesamt mindestens beachtliche 801 Erzbrocken erwirtschaftet haben. Ganz zu schweigen von dem anderen Loot und dem wertvollen Geschenk von Aleph. So, meine Gothic-Kumpane, das war's auch schon wieder von mir und dieser Folge von Gothic macht A. Ich hoffe sehr, dass euch diese Ausgabe gefallen hat. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut dies gerne mit eurem positiven Daumen, einem Abo und selbstverständlich reichlich Kommentaren. Dankeschön! In diesem Sinne wünsche ich euch nun alles erdenklich Gute und pass auf deinen Rücken auf! Hey du! Alarm! Eindringling! Verschwinde hier! Alarm! Eindringling! Du wolltest es so haben. Du wolltest es so haben. Nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Aus dir mach ich Gulasch. Verdammt, Flossen weg!